Willkommen zurück zu Risen, dem Spiel mit dem namenlosen Helden, von dem wir immer noch nicht so richtig wissen, was er eigentlich vorhat. Das ist mir immer so aufgefallen, wir wissen wirklich nicht, was wir vorhaben, ne? Wir haben eigentlich nichts vor, ne? Also wir haben letztes Mal versucht, per Levitation hier rüber zu fliegen, aber das hat es ja auch nicht gebracht. Gut, Abstand, was ist das hier noch? So enden wir alle mal. Ja, ja, ja. Das ist... Ich thematisiere das immer in den Beschreibungen von den Episoden, die ich auf jeden Fall unbedingt lesen soll, weil die bestimmt literarische Höchstwerke sind. Da thematisiere ich das immer, dass der namenlose Held, wir machen hier gerade irgendwelchen Scheiß, für den Don nur halt auch nicht, aber so richtig für irgendeine Fraktion arbeiten wir ja nicht, ne? Oder überhaupt, was wollen wir? Also das Spiel drückt uns da zwar auf, wir sollen vielleicht, also ich jetzt als Spieler weiß natürlich, dass es darauf hinaus wird, dass wir die Welt retten sollen vor den bösen Monstern im See und was auch immer hier noch so alt rumrennt. Aber im Großen und Ganzen, was will der namenlose Held? Wir wissen eigentlich nichts zu dem Typen, ne? Der ist angespült und macht jetzt hier Heldendinge. Aber im Großen und Ganzen, was will denn der namenlose Held? Wir rennen jetzt hier rum und tun Dinge. Ich hoffe, es ist übrigens noch mal komplett zurück zum Banditenlager. Irgendjemand hintete mir, dass wenn jemand einen Schlüssel für irgendwelche Truhen findet, gibt es dafür vielleicht noch eine Quest. Na gut, hoffen wir mal, dass die Quest irgendwann demnächst bald auftaucht. Ich habe in meiner Notiz stehen, dass ich noch 5 Eisenherz brauche. Ich soll den Brief an den Don schicken. Ich ahne, dass mit dem Brief an den Don das nächste Kapitel startet und ich bin noch nicht ganz fertig. Ich würde zumindest gerne so eine Goldschale noch machen. So wie es aussieht, muss ich die Goldschalen tatsächlich auch noch klauen, bezahlen. Was mir recht unrecht wäre, weil ich hätte die Kohle dafür. Nicht auch, ich habe die Kohle dafür. Ja, du arbeitest doch ganz schön viel für die Banditen aus, dass du jetzt erstmal 2 Wochen in der Wildnis verschwindest. Ja, also mein nächster Plan ist jetzt erstmal das Eisenherz zu holen, denn das Schwert. Und dann mache ich ein Safe Game. Und dann gehen wir mal zur Vulkanfeste. Und laden den wahrscheinlich. Ein bisschen kurz vor der Vulkanfeste, wahrscheinlich wegen der XP. Dieweil ich mal angucken will, wie die Vulkanfeste-Seite ansteht. Aber ebenfalls in den Beschreibungen schon viel philosophiert. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Weißen. Weil das ist halt. Die sind mir moralisch halt, bieten die keine Option. Weißt du, die halt. Die. Sag schon. Die Banditen, die sind zwar auf jeden Fall. Das sind nicht die saubersten, aber. Die sind moralisch jetzt auch nicht komplett daneben. Ja, wann mache ich eigentlich so viel Schaden mit dem Bogen? Tja! Ich hasse ja sie geil, ne? Okay, die anderen Banditen sind nicht so weit vielleicht umhauen. Die Banditen sind ja offensichtlich jetzt nicht gerade. Naja, die haben halt irgendwie ihr eigenes Gesetz. Mal davon abgesehen, dass es auf dieser Insel sowieso anscheinend keine richtige Instanz des Gesetzes gibt. Aber die Weißen sind ja kein Deut besser, ne? Die stellen sich hin, sagen, wir konfiszieren euer Essen hier und wir schicken euch raus und das ist Gold, das ist von den Dingen, das holen wir jetzt hier alles rein. Ich meine, die haben wahrscheinlich Gründe wegen irgendwie Artefakte. Aber das haben die halt nie kommuniziert, ne? Die haben nie auch nur ein Wort zu irgendjemandem gesagt, warum sie die Artefakte wollen oder sonst irgendwas. Stattdessen schicken sie halt die Bauern in die Stadt ohne weiteren Plan, lassen die da verhungern, weil die Bauern verhungern in der Stadt. Sie haben kein Geld, sie haben kein Nichts, ihre Kühe werden geschlachtet oder ihr Vieh für die Zwecke der Inquisition, aber da gibt es halt keinerlei Kompensation. Ich meine, aus der Sicht der Inquisition, da gibt es wahrscheinlich schon Sinn, ja, wir retten die Welt, haha. Aber die kümmern sich halt null um die kleinen Leute. Also sie sind moralisch genauso scheiße wie die Banditen. Die sind kein Deut besser. Und, aber die Banditen sind immerhin ehrlich, die sagen, ja, wir sind hier die Bösen. Und das ist schon irgendwie so richtig. Aber die sind halt ehrlich zu sich selber, ne? Also sie sagen halt, das sind die Bösen. Im Gegensatz zu den... Mit der Ausbeute. Also sie sagen nicht, wir sind die Bösen, aber die machen ihre Ziele klar. Wohingegen die Dingens, die Inquisition tut halt so Heidita, ja, wir tun das für das Wohl der Menschen, aber ihre Taten deuten auf jeden Fall dazu, dass alles, was sie tun, ist eigentlich irgendwie schlecht für die Leute. Gerade für die Einfachen. Habe ich die Schatzruhe hier eigentlich schon geöffnet? Ah, leider. Gut, dass die mir für den September und Oktober angezeigt wird. Es könnte eventuell heute noch gelten, das ist doch Ami-Zeit. Ich habe die aber vorhin auch gesehen, die September-Option. Ich dachte so, oh verdammt, stimmt, es war September, hab ich ganz vergessen. Niemand hat gesubbt, das stimmt nicht. Das haben Leute gesubbt. Da waren hier nicht irgendwo noch Ghule in dieser Höhle? Mehrere, oder? Ich sollte mal ein bisschen speichern hier. Also ich bin zu dieser Dreckshöhle extra zusammengelaufen, weil ich mich erinnern konnte, dass ich hier die Bergbaufähigkeit brauchte. Die Banditen sind nicht bösen. Klar, passen die Schutzgrenze, aber man muss ja auch sehen, dass der Don ja so gerne in die Stadt kommt. Mit der Ausbeute. Ja, das ist... Also so richtig... Also... Eine Regierung oder irgendwie ein übergreifendes...
Das System habe ich ja noch gar nicht gefunden in der Welt hier, ne? Das hatte ich schon. Hier gibt's nichts zu holen. Schade. Weil es gibt zwar irgendwie die Magier, also die anderen, die sind ja nicht, die Magier sind ja nicht gleich die Inquisition, das sind ja zwei verschiedene Fraktionen. Die sind ja auch nicht so richtig. Also die machen halt ihr eigenes Ding, aber die haben keinen Regierungsanspruch. Und es gab die Stadtwache, was eigentlich ein bisschen. Das Ding ist halt. Ist es wieder fehlerhaftes Worldbuilding? Hat sich da irgendjemand überhaupt keine Gedanken drum gemacht? Piranha-Bytes stellt sich halt hin, also ne, wir klatschen hier so eine Stadt hin, das ist eine Hafenstadt, die hat natürlich selbstverständlich eine Stadtwache. Und da hat sich wieder keiner irgendwie Gedanken gemacht, wo die Stadtwache herkommt, dass irgendwie, ob die irgendwie die Regierung der fernen Hauptstadt ist oder. Oder gibt es dahinter vielleicht schon irgendwie noch ein System, da hat sich noch jemand Gedanken gemacht und die Inquisition ist die echte Regierung der Welt? Oder es gibt irgendwie so, es gibt irgendwo noch einen König, ein Konzil oder sonst was. Also irgendetwas, was einer Regierung ähnelt. Das könnte unser erstes... Na, scheiße. Ich würde gerade sagen, das könnte unser erstes Vieh sein, was wir tatsächlich mal mit Fernkampf erlegen. Oh. Ja. Wo ist mein Pfeil? Jawohl. Darfst du keiner erzählen, wie teuer das gerade war, ne? Naja. Sei es drum. Seine Geld könnte man es auch ohne kaufen finden, aber nicht ohne, dass das jemand sagt. Also ich müsste quasi das Versteck wissen, nein, gut, dann werde ich es kaufen müssen. Ich mache ja immerhin noch 100 Gewinne oder so da dran. Wir leben hier übrigens verdammt gefährlich, ne? Ich will zumindest das Bastardschwert noch haben, das kann ich mir jetzt ja gleich leisten. Das ist eigentlich auch ein bisschen dumm, ne, weil ich renne zu Don Esteban. Also ich renne nicht zu Don Esteban, sondern nur kurz bis knapp hin. Was ist? Weil eigentlich kann ich mir so sparen, ne? Ich war jetzt in der Höhle, in der ich eigentlich wollte, ich renne wieder zurück. Na, ich kann mich nicht entscheiden, was ich möchte wissen. Das ist ja eigentlich ein komischer Felsen. Jetzt aus könnte man doch hier hoch, ne? Wahrscheinlich sieht er auch nur so aus. Ich wollte genau in die Höhle, um das Eisenerz zu holen, weil jetzt kann ich mir nämlich Bastardschwert-Roding holen, mir ein Bastardschwert machen und dann habe ich ein gutes Schwert und dann gehen wir nochmal raus in die Wildnis und nähern uns dann nach der Vulkanfeste. Bis ich da bin, dann speichere ich ab. Dann lasse ich mich einziehen, guck mal, wie weit ich da komme. Also wahrscheinlich ein paar Episoden wird es dauern, weil ich glaube, es beginnt damit, dass ich zugelabert werde. Dann werde ich mal ein bisschen was machen. Da fängt bestimmt das zweite Kapitel oder so an. Also ich mache dann ein paar Meter schon mal Vulkanfeste. Aber ich werde es nicht beibehalten. Also ich bleibe dann nicht dort bei dem Verein. Ne? Also das ist recht schön abgelöst. Na, schon mal, gab es die alte Stadtwache. Die Ruhe, die Neuheiten, ja, insoweit bis auf die Flammen im Tempel nichts Besonderes. Bis der Inquisitor kam, aber es ist nichts Besonderes. Die Inquisitor muss ich mal die große Fraktion vergleichen mit dem britischen Weltreichvölkern. Ja, das wissen wir übrigens noch gar nicht, dass die Welt am Arsch ist. Also, doch, das hat sich schon angedeutet in der Anfangssequenz, aber so richtig, dass die Welt am Arsch ist, wissen wir eigentlich nicht. Wie dem aber auch sei. Also, aber die Inquisition ähnelt doch nichts, was einer Regierung ist. Also, die hat da Dings, aber wo sind die Verwaltungsbeamten der Inquisition? Wir haben bis jetzt nur Soldaten gesehen. Und die alte Stadtwache, ich meine, die müssen ja so irgendwie mal berichtet haben. Das ist halt so Truppeninseln, mal davon abgesehen, dass es total lusch ist, dass es hier Eisenerz gibt. Also das, Moment, was hatte ich neulich gelesen? Das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Spätestens auch schon erzählt. Als irgendwelche Erkunder in Tahiti waren, haben die Frauen sehr gerne die Nägel gegen Sex getauscht. Unter anderem auch deswegen, weil die halt den Eindruck hatten, dass, wenn sie den Dings anhingen, dass die halt die Kraft und Stärke des Mannes absorbieren, wenn die halt haben. Ja. Auf gut Deutsch, die wussten, was genetische Diversität bedeutet und waren sehr erpicht darauf, ihre eigene Gene ein bisschen zu zu erweitern. Weil es ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du so ein Inselvolk bist, dann ist dein Genpool halt so ein bisschen eingeschränkt. Das ist eigentlich Kacke, weil du willst ja eigentlich möglichst viel haben. Du willst möglichst gemischte Genpool haben, damit du da halt viel Auswahl hast. Diversifizieren, ja genau. ja. Und das hat dann so große Züge angenommen, dass die ernsthafte strukturelle Schwierigkeiten kriegt haben, weil die langsam aus sich die Eisennägel ausgegangen sind. Der Punkt ist, das haben die ja nicht gemacht, weil ihnen lustig war, sondern weil es auf Tahiti einfach kein Metall gibt. Also nüsch. Und da war so ein Eisennagel natürlich voll geil. Na und vielleicht, weil so Eisenherstellung auch nicht ganz so simpel ist, ne? Ja. Das Problem ist doch, dass eine Schrift am Anfang der abgefangen wurde. Also im Prinzip hat es nur die Inquisition durch mal gibt. Der Rest der Regierung. Den Sitz der Regierung findet man nur Reisen 2. Ja, der ist irgendwo in so einem sehr stürmischen Ort. Ich hab ja schon partiell was bei Erik Reichweite gesehen. Von dem Let's Play.
Deswegen kann ich mich dunkler so ein paar Bilder erinnern. Long, aber trotzdem, das ist halt bis jetzt noch nicht erwähnt, dass es irgendwo die große die Regierung gibt, dass die Stadtwache irgendjemand folgt. Es fehlt mir noch so ein bisschen was. Also der Don war de facto Herrscher über diese Insel. Und die Leute haben sich jetzt nicht so allzu sehr beschwert. Und da der Don hier schon ein bisschen länger, da macht es nicht mal stark an, dass er jetzt nicht allzu, ich sag mal, willkürlich regiert, ne? Also der scheint ja irgendwie schon so eine gewisse Ordnung drin zu haben, seiner Regierungsform. So, hier, Walter, grüß dich. Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir 15 Stück, dann kommen wir ins Geschäft, okay? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber das habe ich auch nie behauptet. Ja, ja, schon gut. Hallo, Ma. Warst du nicht vorhin schon da? Hier. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Ich hätte gern ein Bastardschwert. Ich will ein Bastardschwert schmieden. Kein Problem. So. Sag mal, das Ding ist besser, dass ich das Bastardschwert wahrscheinlich nicht mal tragen kann, weil ich nicht genug Stärke habe. So, nur. Schritt 1. Esse. Glühnerstangen. Bin ich schmieden? Was? Achso, Zweihandschwert. Ich habe einen Steigerung für ein Zweihandschwert? Cool. Habe ich irgendeinen Nachteil davon, wenn ich die Schwerter einfach herstelle? Eigentlich nicht, oder? Das ist der Nachteil. Ich muss mit dem Ding jetzt hier rumrennen, ne? Wenn ich die Stahlrunik schon hab, gibt es irgendeinen Grund für mich, das nicht einfach jetzt die Schwerter herzustellen? Alter, hau ab! Es gibt, glaube ich, die ganzen Materialien, die kannst du natürlich. Ja, aber ich habe die Rohlinge ja schon. Ich habe die Rohlinge ja gefunden. Also gibt's irgendeinen Grund, noch die Rohlinge jetzt nicht sofort zu verballern? Ich hätte das nachts machen sollen, oder? Weil der geht hier jetzt hier in 1000 Jahren nicht weg, der Idiot. Gibt's was Wichtiges? Ja, hau ab von meinem Schleifstein! Du Affe! Was? Gibt's was Wichtiges? Oh, er hört nicht auf! Gibt's was Wichtiges? Junge, geh woanders hin! Steck das Ding weg. Geht doch. Gibt's was? Was? Ja, du stehst vor meinem Schleifstein. Was Wichtiges? Du kannst doch nichts machen, weil solange der NPC das Ding im Sinn hat, blockt er das Teil, ne? Okay, wir gehen irgendwo pennen. Wo gehe ich denn pennen vor lauter Angst? Es gibt doch ein bisschen Kritik im Inselnamen, du wirst ihn nicht hören. Ja, die Insel heißt Faranga, das weiß ich schon. Aber das erfährt man anscheinend erst im zweiten Teil. Hallo, Olf, hier. Hier ist dein Gold. Sag mir, wo du deine Goldschale versteckt hast. Okay, hör zu. Ich wusste, dass die Weißen mich schon länger beobachtet hatten. Also habe ich die Goldschale noch schnell im Leuchtturm am Hafen versteckt, bevor sie mich aufgegriffen haben. Ich habe sie einfach oben ins Holzgebälk geworfen. Ich fürchte, man wird einen Telekinese-Zauber brauchen, um sie zu kriegen. Hm. Naja, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Ja, da hätte ich wirklich rankommen können, ne? Also ich könnte jetzt quasi Safe-Scam, mache ich jetzt aber natürlich nicht. Weil ich bin natürlich eine nette Person. Was mache ich denn? Warum schlafe ich denn jetzt endlich bis zum nächsten Morgen? Das war natürlich auch saumäßig dumm, ne? Das ist der Idiot, der wieder da. Und was ist das eigentlich für ein Schmiedeknecht, der die ganze Zeit am Schärfen ist? Ist bestimmt jetzt wieder da, oder? Ja, natürlich ist er wieder da. Ich hasse ihn! Okay, beim Haus des Don ist... was? Haus des Don sind dann links. Ne, aus dem Haus des Don sind dann links. Dann schleifen? Auch hier nicht. Ach, hier, der hier. Die wird trotzdem auf den Sack, dass die NPCs sich auch blockieren können. Du kannst ja nicht mal die ansprechen und dann das trotzdem machen, ne? So, scharfes Bastardschwert. Oh, das kann ich mal ansatzweise. So. Was, Reisen 1 ist auch sehr platonisch. Da ist nicht viel Ausgabe, sondern ist eine Reisen 2 gemacht. Gute Arbeit. Ja, das ist ja so, so ein Ding mit den... Also, was ich halt so komisch finde an den ganzen Piranha-Beispielen, die ich bis jetzt alle gespielt habe, außer vielleicht Alex. Alex scheint es tatsächlich anzudeuten, dass die irgendwie nie so richtig... also es ist halt nie so Sachen, werden die...
Ich muss damit zu einem Amboss. Die scheinen nie so richtig Sachen sich komplett zu Ende gedacht zu haben, ne? Er haut doch wirklich nie ab, ne? Das nervt richtig hart. Was soll denn das? So ein Affe, dieser Typ. Ja, auf jeden Fall, dass die halt nie irgendwie in Worldbuilding investieren. Alter! Junge! Warum müssen denn alle ihr scheiß Schwert schärfen? Der Typ hat die Stadt seit Wochen nicht verlassen. Das ist dein Ernst! Es kann's doch nicht sein! Ich warne dich, besser für dich. Was soll denn das? Was stimmt denn mit euch allen nicht? Mit wenigstens Schreckenbau macht das nicht einen Tag. Trotzdem, was soll das? Das ist so dumm! Ich meine, es soll irgendwie einen Tagesablauf simulieren, aber trotzdem. Steckt, das geht doch! Ich habe ja übrigens Großvertrauen an den Typen, mal volles Fund aufs Maul zu hauen, ne? Mit, steckt das Ding weg, als ob der irgendwie mir gefährlich sein könnte. Ich muss anscheinend, muss bei ihm immer noch Stärke lernen, ne? Wenn die Woche mal wieder das Ballhand hier. Ah, ich habe nicht so gut geschlafen die Nacht. Also, ich muss mal kurz was testen. Dich krieg ich, du Schwein! Hast du es jetzt begriffen? Na naja, gut, das wird anscheinend nichts. Was, ich kann die Schmerzmittel finden, die ich in meinen Rücken bekommen habe, die beruhigen auch. Ne, das kann ich nicht gebrauchen, ich bin so schon immer ziemlich müde. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal. Aber ich kann trotzdem gerade keine Stärke lernen, weil ich habe nicht die Kohle dafür. Ich hoffe, er ist mittlerweile fettig. Nö, ne, warum auch? Aber vielleicht setzt er sich ja wirklich irgendwie hin. Weil jetzt die Leute auch gleich wieder stundenlang schleifen. Also, ja, meistens regt mich irgendwie auf, dass die NPCs. Unterrichte mich im Kampf. So, er könnte Stärke machen. Unterrichte mich im... Weil ich brauche eigentlich die nächste Stufe Schwertkampf. Weil ich möchte ja Schwerter einhändig führen können. Das kann ich mir gerade nicht leisten, weil ich müsste vielleicht die Schwerter... Guck mal, er geht sofort wieder ran. Du hast keine Chance. Das ist so unendlich dumm. Dass die NPCs sich halt vordringen können. Das ist mir ja schon mal aufgefallen mit Wasserfässern aus der Entfernung. Hier. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Die teuerste hätte ich billiger haben können. Okay, ich kaufe dir die Goldschale ab. Alles klar, hier hast du sie. Pass aber bloß auf, wem du sie zeigst. Sie ist sehr begehrt. Ich hörte, dass die Jungs vom Don ganz wild auf das Ding sind. Ja, ja. Ich hoffe übrigens, ich habe eine telekinesische Schriftrolle, ne? Ach ja, okay, die hätte man tatsächlich sehen können. Komme ich da auch so irgendwie hoch? Habe ich eine telekinesische Schriftrolle? Sieht jetzt nicht so aus. Naja, Mist. Ich könnte meine unendlich wertvolle Dingsbums hier verballern dafür. Hier komme ich da irgendwie hochgeglitscht. Das sieht doch so aus, als könnte man hier irgendwie hochspringen. Oh, mal hier, da. Kannst du nicht den ganzen Schrott wegballern? Ich wollte eigentlich handeln lernen, damit mein ganzer Schrott ein bisschen mehr Geld wert ist. Also, ja, ich habe bestimmt noch ein bisschen totes Kapital, aber... Weißt du... Ich bin in der Stadt hat Telekinese. Ja. Es wäre einfach genug, wenn es checkt wäre, ne? Film hat eigentlich heute mir den Tag sogar Tee kochen. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Na, vielleicht mache ich das heute noch, wie ich dran denke. So, wir reden mal mit Jack. Vielleicht verkauft er mir Telekinese. Lass. Hat er tatsächlich. Aber das verringert halt meine Gewinne noch weiter, ne? Das ist halt auch schon wieder lächerlich. Also. Am Ende pfeile ich aus dieser Quest mit plus minus null raus, so wie es aussieht. Säbel? Hm. Na guck mal, ich verkaufe jetzt hier. Klingelstand 25? Ja, ist immer schlecht, das ist ein Schwert. Wisst ihr, ich verkaufe jetzt hier so viele Waffen und so viele gute Dinge, nur um an diese Drecks 6 Goldscheine zu kommen, für die ich am Ende 500 Gold bezahlt habe. Ne, genau, ich werde plus minus null rausgehen aus der ganzen Geschichte hier. Weil. Guck mal, jetzt habe ich hier diese scheiß Telekinese-Rolle. Kriegst du nicht.
Magie ist mal ein bisschen volatil, da möchte ich jetzt eigentlich hier nicht. Die Chineser. So. Was können die drei Goldsteine? Ich könnte die irgendwie für was benutzen. Ach mal, ich habe übrigens noch Rezepte für die Pfanne. Achso, das ist. So, sind sie denn hier? Wertvolles Artefakt. Gold wert 200. So. Machen wir gleich noch einen Kaffee um die Uhrzeit. Ah, gefährlich. Na gut. Sehr, sehr praktisch, wenn man das Jack, die Slitinese-Rolle. Dann gehen wir mit den Schalen mal zu scrollen. Mal gucken wir mal weiter, ne?